Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, Schlachthofskandale, Ferkelkastrationen, Kükentöten, betäubungsloses Schlachten, Tiertransporte. Alles Themen, die uns in den letzten anderthalb Jahren hier in diesem Plenum beschäftigt haben. Alle eint eins, der unglaubliche Umgang mit unseren Mitgeschöpfen. Jeder von uns hat in den letzten Monaten mehr Details darüber erfahren, als er jemals wissen wollte. Suchen wir nach den Sündenböcken. Die Landwirte, sind es doch die Bauern, die möglichst aus jedem Lebewesen den maximalen Gewinn abschöpfen wollen? Ganz einfach. Die Handelsketten, diktieren sie doch die Preise, die es den Landwirten immer schwerer macht, mit ihren Betrieben ein vernünftiges Einkommen zu erzielen? Geht auch. Die Verbraucher, schielen diese doch immer nur auf den Preis und es ist ihnen doch total egal, welches Leid sich hinter ihrem 99-Cent-Schnitzel verbirgt? Passt. Die Schuldigen sind ausgemacht, doch jetzt naht die Rettung natürlich aus der Politik. Ein Tierwohllabel wird es richten. Ein weiteres buntes Bildchen auf der Verpackung verspricht die Aufklärung des Verbrauchers und die Änderung des Konsumverhaltens. Was ist passiert, meine Damen und Herren von der GroKo? Haben Sie gemerkt, dass die Verbraucher mehr Tierschutz wünschen? Glauben Sie ernsthaft, dass eine Kennzeichnung ein grundsätzliches Problem löst? Das wirkliche Tierschutzproblem, meine Damen und Herren, sind weder die Landwirte noch der Handel noch der Verbraucher. Das wirkliche Problem sind Sie. Die Ursachen für diese unhaltbaren Zustände sitzen in Hannover, in Berlin und in Brüssel. Eine jahrzehntelange Agenda von Globalisierung, internationalen Märkten und einer grenzenlosen EU hat Länder und Produktionsbedingungen in Konkurrenz gesetzt, die in keiner Weise zu vergleichen sind. Sie haben zugelassen, dass sich Handelsketten zu Marktbeherrschern entwickelt haben und dass kleine landwirtschaftliche Betriebe immer weiter zugunsten von Großbetrieben verdrängt wurden. Ihre Politik hat zugelassen, dass wir so ziemlich die höchsten Wohn- und Energiekosten in Europa haben, dass wir bei Steuer- und Abgabenlasten Spitzenpositionen einnehmen. Wen wundert es da, dass Nahrungsmittel billig sein müssen? Bereits heute hat der Verbraucher Möglichkeiten, beim Einkauf darauf zu achten, was er kauft. Biosiegel und regionale Kennzeichen können da helfen. Tun sie aber kaum. Warum? Es ist vielen Menschen schlicht zu teuer. Weil sie böse und gedankenlos sind? Nein, weil sie arm sind. Daran, meine Damen und Herren, wird kein Siegel der Welt etwas ändern. Im Übrigen sind Ihnen die Probleme eines solchen Siegels durchaus bereits jetzt bewusst. Und Sie selbst können nur hoffen, dass die Produkte, die dann zwangsläufig teurer werden, vom Verbraucher auch gekauft werden. Aber noch deutlicher wird das Problem auf ganz anderer Ebene. Kollege Töpfer, Sie befürchten wahrscheinlich völlig zu Recht, dass es mit einem verpflichtenden Siegel in Deutschland Probleme mit der, Achtung, Genehmigung durch die EU kommen könnte. Erstens könnte dieser Prozess sehr lange dauern und zweitens, jetzt kommt's, könnte die EU ein solches Siegel als einen Eingriff in den Wettbewerb und den Schutz gegen ausländische Konkurrenz brandmarken. Wo kommen wir denn dahin? Wenn die deutsche Politik ihre eigenen Landwirte gegen ausländische Konkurrenz schützen würde, pfui, nachher kommt irgendwann mal wieder so ein Made-in-Germany-Quatsch auf uns zu, wer kann das schon wollen? Sie beweisen hier einmal mehr. Die Politik in Deutschland hat lange jede Entscheidungsbefugnis abgegeben, die Brüsseler Zentralregierung schaltet und waltet. Fordern Sie die Bundesregierung auf, diese geht vielleicht in Brüssel fragen, warten Sie ein paar Jahre und stellen Sie dann fest, es ist mal wieder nichts passiert. Ein letzter Punkt zum Thema Tierwohl. In den letzten anderthalb Jahren wurde hier Folgendes beantragt und beraten. Weidetierprämie, abgelehnt. Mehr Geld für Veterinärämter zur Verbesserung der Kontrollen, abgelehnt. Verbot des betäubungslosen Schlachtens, abgelehnt. Einsatz für die Einführung eines vierten Weges bei der Ferkelkastration, bisher nichts passiert. Verbot von Tiertransporten in Drittländer, abgelehnt. Einen wirklich guten Antrag von der FDP und den Grünen zur Schlachthofproblematik eingedampft und in ein Feel-Good-Papier verwandelt. All das, meine Damen und Herren von der GroKo, hätten Sie im Sinne des Tierschutzes mit einer überwältigenden Mehrheit in den letzten anderthalb Jahren entscheiden können. Sie hätten für Schutz der Tiere und bessere Haltungsbedingungen eintreten können. Sie hätten mehr erreichen können. Sie hätten großes Leid beenden können. Sie haben es nicht getan. Sollte dieses Tierwohllabel tatsächlich irgendeinem Tier in seiner Haltung irgendetwas bringen, sollte es die Lebensbedingungen von irgendeinem Tier verbessern, sind wir selbstverständlich sehr gern bereit, dem zuzustimmen. Und ansonsten, wenn Ihre Antwort auf die Probleme, die es hier in der Tierhaltung gibt, bunte Bildchen auf Verpackung sind, die vermutlich nie genehmigt werden, dann sieht es schlecht für unsere Tiere aus. Vielen Dank.